Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dreamfall Chapters. So, vielleicht finden wir hier gerade Rohrstücke. Ich nehme an, es sind überschüssige Teile oder Ersatzteile. Die Ziegen sind die einzigen. Jedes Mal, wenn wir vorbeilaufen, meckern die. Dachte schon, weil. Was? Ziege frisst Blätter, Ziege schläft ein. Interessant. Moment mal. Ich erinnere mich, dass jemand vor einer Weile darüber geredet hat. Die Maulwürfin, oder nicht? Oh. Ziege frisst Blätter, Ziege schläft ein. Interessant. Okay. Moment mal. Ich erinnere mich, dass jemand vor einer Weile darüber geredet hat. Die Maulwürfin, oder nicht? Okay. Was war das nochmal für ein Kraut, von dem die Maulwürfin gesprochen hat? Abendlied? Das muss es sein. Es hat eine beruhigende Wirkung. Wenn man genug davon zu sich nimmt, schläft man ein. Das ist Abendlied. Ein schmackhaftes Kraut, das bei Schlaflosigkeit hilft. Okay, nehmen wir ein bisschen davon. Was genau habt ihr mit dieser Ziege vor? Sollte ich eifersüchtig sein? Eifersüchtig? Auf wen? Ich verstehe nicht, was ihr mir sagen wollt. Wo seid ihr den letzten Monat über gewesen? Fort. Weit fort. Auf Reisen. Also, diese Ziege. Was ist hier los? Eine Rebellenangelegenheit. Offensichtlich. Wie kommt ihr damit zurecht? Seid ihr jetzt einer von ihnen? Ich tue Buße für meine Sünden. Ja, aber ihr genießt es. Ich genieße es nicht, gegen mein eigenes Volk zu kämpfen. Naja, ihr scheint gut darin zu sein. Es heißt, dass der Widerstand Unterstützung gewinnt, dass die Leute Hoffnung haben, jetzt wo ihr hier seid. Ich helfe so gut ich kann. Wie ich hörte, wart ihr nachsichtig mit unserem bösen kleinen Asadi-Offizier. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich selbst um ihn gekümmert. Ihn nicht zu töten, ist ja noch irgendwo sinnvoll, eine Quelle im Turm und all das. Aber auf Folter zu verzichten, was für eine verpasste Gelegenheit. Folter ist nun mal ein Siegel für Glaubwürdigkeit. Sie macht jede Information verlässlicher. Wie man hört, haben eure Freunde nicht auf das Wort des Offiziers vertraut. Tja, ohne den Abzug aus der Altstadt hat der Widerstand wenigstens einen ordentlichen Kampf geliefert, bevor... Wichtig ist, dass in dieser Nacht viele Asadi gestorben sind. Der Kelch ist halb voll und all das. Was wollt ihr? Nichts, gar nichts. Ich habe euch gesehen, es war eine Weile her. Ich wollte Hallo sagen. Ich habe das vermisst, diese einseitigen Gespräche, den Missmut und den Argwohn. Ich genieße es inzwischen ziemlich. Ach, wie dem auch sei. Ziegen? Wir haben einen Hinweis, was die Rohre angeht. Oh, das erklärt natürlich alles. Dann überlasse ich euch mal eure Angelegenheit. Später heute Abend werde ich im Rooster sein. Ich muss mit Ulvik reden. Vielleicht sehe ich euch ja dort. Vielleicht. Das ist es, was ich an euch liebe, Kian. Oh, ihr seid ein so geselliger Kerl. Okay. Ich bin nicht hinterher. Egal. Abendlied haben wir genommen. Gut. Mehr nehmen? Okay, was wollte ich sagen? Also zuerstens... Ich fand es seltsam, dass jedes Mal, wenn wir hier vorbeilaufen, die Ziegen meckern. Also meh. Also bin ich näher rangekommen und dann habe ich hier eine zweiköpfige Ziege gesehen. Und weil ich dachte, es kann nicht sein, bin ich ein bisschen näher dran gegangen. Das war also richtig. Ich muss auf solche Sachen achten. Und wegen der Folter, also bitte, Garant für Glaubwürdigkeit? Am Arsch hinten. Wenn ich jemanden lang genug folter, wird er auch ein Geständnis unterzeichnen, in dem er ein Verhältnis mit dem Papst hat. Also bitte. Oder dass er ein Alien ist, gekommen, um die Milchzähne der Kinder zu stehlen, damit er seine Magie wirken kann, um die Welt zu erobern. Also bitte.
Foltert man jemanden lang genug, wird er alles zugeben, alles sagen, nur damit es aufhört. Also, das bringt überhaupt nichts. Okay. Ulrich, der immer durstiger, okay. Hey! Das ist Abendlied. Bei Ziegen funktioniert es. Na, dann dürfte es auch bei Asadi funktionieren. Okay. Noch ein Bier aufs Haus, da. Ah, was für eine prächtige Blume. Das hier riecht anders. Malzig, süß. Fast wie das Zuckerbier aus dem südlichen Asadir. Das ist ja ein Gebräu, Ulvik. Schmeckt wie zu Hause, wirklich. Lässt mir Tränen in die Augen treten. Einfach Wunder. Hey, alles klar bei dir? Er schläft tief und fest. Das Abendlied hat ihn umgehauen. Aha. Hey. Hey. Okay. Ein Werkzeugkasten. Darin dürfte ein Mechaniker sein Werkzeug aufbewahren. Okay, aufmachen. Oh, da ist etwas... Ja, nicht das. Ich meine, diese Zeit... Ah. Kannst du das Werkzeug nicht einfach zumachen? Okay, das einmal das ansehen. Das ist eine Karte des Rohrnetzes, auf der die Wartungsluken rot markiert sind. Wo sind wir? Ah, Fontäne... Genau, da, da und da. Okay. Und was ist das? So. Ein Werkzeug zum Öffnen der Wartungsluken in den Rohren. Gut. Danke, Ulrich. Und lasst euch nicht zu viel Zeit. Wenn er ohne sein Werkzeug wach wird, wird es Fragen geben und ich habe keine guten Antworten. So. Na, mach schon. Das Abendlied ist recht wirksam, aber er wird aufwachen, bevor die Nacht vorbei ist. Okay. Wir werden uns beeilen. Und warum hat der Rothaarige nicht gesagt, dass es nicht um die Ziegen, sondern um... Oh, warte. Hier ist es doch auf der Karte. Okay. Dann halt eben nicht. Auf der Karte gibt es oder gab es 3 Punkte. Hier. Ich glaube bei diesem Haus da. Da drüben. Oder da. Wir gehen aber hier hin. So. Das ist eine der Wartungsluken von der Karte des Mechanikers. So. Rührt sich nicht. Ich brauche ein besonderes Werkzeug, um sie zu öffnen. Ja. Ein kräftiger Wind bläst von rechts nach links und trägt etwas mit sich. Zu schnell, um es sich anzusehen oder zu packen. Ich verliere meine Finger, wenn ich versuche, es zu packen. Es ist hart und es ist schnell. Ein kräftiger Wind bläst von rechts nach links und trägt... Ja. Okay, dann vielleicht beim anderen. Ich hätte jetzt noch zu... geschlossen, aber okay.
So, vielleicht hier. Nein, wir müssen ja zuerst hier. Sieht leer aus. Ein starker Luftzug strömt hindurch. Okay. Luft strömt von rechts nach links. Wie ein Sturm in einem Rohr. Ja, wie die zumachen geht nicht. Hat der nicht ein Schwert oder so bei sich? Mit dem er das Zeug anhalten kann? Ein kräftiger Wind bläst von rechts nach links und trägt etwas mit sich. Zu schnell, um es sich anzusehen oder zu packen. Ah. Ich verliere meine Finger, wenn ich versuche, es zu packen. Es ist hart und es ist schnell. Ich glaube, dadurch, dass wir das andere geöffnet haben, ist es jetzt auch lahmer. Das ist eine Karte des Rohrnetzes, auf der die Wartungsluken rot markiert sind. Ja. Upsala. Vielleicht. Lass mir das hier irgendwo. Hier. Ja, irgendwo da ist es. Ups. Zu weit rausgeklickt. Eine Kiste mit gewinkelten Rohrstücken. Ellenbogen, wenn ich mich nicht irre. Nimm eins. Das klappt jetzt. Gut, vielleicht muss ich noch zusammenpacken? Nein. Also ich würde sagen, vielleicht klappt es. Aha, genau. Entfernen. Sonst werden Fragen gestellt. Was Eine ist das? Eine Kugel aus Metall? Das ist es, was durch diese Rohre fliegt? Aha. Es bewegt sich. Woher stammt die Kugel? Ich sollte nachsehen, wo das Rohr hinführt. Hoffentlich zu ein paar Antworten. Okay, folge dem Rohr, ja, ja. Ja, ja. Das kommt aus dem Haus da drüben. Ich muss heute Nacht einen Weg in dieses Gebäude finden. Gut, gut, das machen wir. Ich glaube, hier hinten lang geht das. Nee. Ups. So. Warst du hier, als wir letztens diese furchtbare Sauerei hatten? Ich glaube nicht. Was war los? Einer von diesen, wie nennt man sie, diesen Bodenkrabblern. Ratten? Ja, das ist es, Ratten. Eine von diesen Ratten ist in die Röhre gelangt. Schwupps wurde sie direkt in den Apparat gesaugt. Das klingt nicht gut. Beim Licht, was für eine elende Sauerei. Innereien, Knochen, Haare, überall Blut. Das ganze Ding musste abgeschaltet werden.
Und natürlich mussten wir alles sauber machen. Die Techniker haben nichts angefasst. Meinten, ihre Hände seien zu kostbar. Unsere also nicht? Das Los der Soldaten, stimmt's? Wir machen die Drecksarbeit, so läuft das. Tja, schätze, denen ist es wichtiger, dass wir Ratten in der Reihen wegputzen, als dass wir Wache stehen und auf die Techniker da drin aufpassen. Schätze ich auch. Sehr gut, wir brauchen Ratten. Haben wir Ratten irgendwo gesehen? Ein Kürbis. Ein seltsames Gemüse, das im Nordland heimisch ist. In Asadia haben wir nichts dergleichen. Wir haben ja hier irgendwo eine Maus-Katze. Die Heuhaufen stehen für das Erntefest. Die Zeit der Mahd. Kien! Ja, kommen. So sehen wir uns also wieder, Asadi. Macht eure Klinge bereit für den Kampf. Bei der Göttin. Es ist spät, Junge. Du solltest im Bett sein. Ihr auch? Was macht ihr gerade? Ratten jagen? Ja. Ich bin zu beschäftigt, um mich mit dem Jungen zu unterhalten. Und er sollte wirklich nicht draußen sein. Die Straßen sind nicht sicher für Magische. Der Junge scheint ehrlich interessiert zu sein. Ich habe gehört, bei Kindern sei das selten. Vielleicht sollte ich ihn nicht abweisen. Nee. Ja, genau das mache ich. Seid ihr so hungrig? Ratten schmecken nach Abwasser, vertraut mir. Mit Essensresten seid ihr besser dran. Ich will die Ratte nicht essen. Ich brauche sie für... Das hat was mit der Arbeit zu tun, wirklich. Na schön, gut. Lasst euch von mir nicht davon abhalten. Willst du einfach da sitzen bleiben? Ich habe nicht jede Nacht Gelegenheit, euch beim Rattenfangen zuzusehen. Da ist was dran. Die Magischen wüssten eure harte Arbeit sicher zu würdigen, so wie ihr hier den Ratten hinterherlauft. Ich tu's jedenfalls. Ah, Yams. Bis vor ein paar Wochen hatte ich Yams noch nie probiert. Jetzt bekomme ich nicht genug davon. Ich bin beginnender Yams-Genießer. Aha. Yams, was auch immer Yams ist. Das sind die Reste einer Fleisch- und Käseplatte. Ich habe hier schon gegessen. Das Essen ist gut. Und ich hätte nichts übrig gelassen. Ja. Dieses Stück und Speck. Noch mehr? Bodengeschlechter. Schmutzige Nagetiere. Ja. So, hier sind so viele, die... Ach, sie sind zu flink. Ihr seid im Rattenfang nicht besonders gut, was? Ruhe, Kleiner. Sie werden nicht nah herankommen, solange ich hier stehe. Warte, vielleicht ein bisschen noch Yam? So knapp. Naja, nicht wirklich. Ah. Stimmt, wir haben ja noch Schlafmittel. So, noch mehr. Abendlied. So. Genau, Käse mit Schlafmittel. Gut, gut. So. Hier ist ein besonders wirksamer Käse, dreckiges Schattenbrot. Fresst ihn. Fresst alles auf. Ja, und jetzt seid ihr lahm. Atmet sie noch? Ich weiß es nicht. Und ich will es gar nicht wissen. Es ist eine Ratte und sie bewegt sich nicht. Ja, genau. Ein Bodenkrabbler im Koma. Genau, was ich brauche. Ja. Okay. Ihr habt sie! Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr das schafft. Ich bin beeindruckt. Tja, das hat Spaß gemacht. Was kommt als nächstes?
Als nächstes gehst du nach Hause und hörst auf, mich abzulenken. Sonst erzähle ich den anderen Straßenkindern, dass du Flöhe hast. Ich hab kein Zuhause, das wisst ihr doch. Ich schlafe im Keller des Rooster in Kitten. Gut, das ist der sicherste Ort hier. Also, geh zurück in deinen Keller und zieh den Kopf ein. Wenn ich dich heute Nacht nochmal sehe... Flöhe, hab's kapiert. Ich bin sowieso müde. Deswegen gehe ich jetzt zurück und nicht, weil ihr mir das sagt. Und bewirf Asadi-Soldaten nicht mit Kieselstein. Okay. Auf dem Tisch steht noch ein wenig Essen herum. Gut. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir hier, denn das geht ins Haus. So. Und die Ratte rein. Und bam. Was war das für ein Geräusch? Klang irgendwie matschig. So als wäre... Du machst wohl Witze. Nicht schon wieder. Diese schattenverdammten Bodenkrabbler. Vermute, das Saubermachen bleibt wohl an uns hängen. Der verdammte Techniker da drin wird's jedenfalls nicht machen. Also ja, wir haben's wieder am Hals. Beim Licht. Naja, dann lass uns anfangen. Was du heute kannst besorgen. Gut. Wir können jetzt ins Haus, oder? Ja. Gut, voller Geschwindigkeit. Und ab. Rein da. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Hihi. Okay. So, wir sollen die Gegend hier untersuchen, um mehr zu erfahren. Er gehört zu den Leuten, die hier arbeiten. Ich habe bemerkt, dass andere wie er an dem Gebäude ein- und ausgegangen sind. Sie sehen seltsam aus. Okay. Die Zahlen flimmern. Es sieht wie Zauberei aus, aber ich bin sicher, das ist Wissenschaft. Ja. Zauberei ist ja nichts anderes als Wissenschaft. Weitere Metallröhren, die hinunter zu den komischen Tischen führen. Ist sonst noch jemand? Nein. Weitere dieser seltsamen Metallkugeln. Hier machen sie irgendwas damit. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Oh, die Kugeln scheinen ein wichtiger Teil der Maschinerie zu sein. Weitere dieser seltsamen Metallkugeln. Hier machen sie irgendwas damit. Verändern sie. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Oh, das wirkt unheilvoll. Ja. So. Die Kugeln scheinen ein wichtiger Teil der Maschinerie zu sein. Mission, Kugel. Weitere dieser seltsamen Metallkugeln. Hier machen sie irgendwas damit. Verändern sie. Mehr von diesen metallenen Maschinen, die überall in der Stadt aufgestellt wurden. Aber die hier sehen anders aus. Größer, glänzender, moderner. Ja. Kann man hier klicken? Ich frage mich, was passiert. Nein. Oh. Das. Das wirkt unheilvoll.
Ich kenne Instrumente wie diese von den Wolkenschiffen. Zähler und Anzeigen zum Ablesen von Druck, Höhe, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Warum sollten sie die hier brauchen? Am Boden? Ja. Die Instrumente liefern wahrscheinlich Informationen, die für das Rohrnetz relevant sind. Wenn ich nur was damit anfangen könnte. Das auf dieser Tafel ist Mathematik. Ich habe die Grundlagen von Addition, Subtraktion und Multiplikation gelernt. Aber die Zahlen auf dieser Tafel sind wie kristallische Runen für mich. Völlig bedeutungslos und irgendwie beunruhigend. Okay. Stimmt, das haben wir uns eigentlich noch nicht genau angeschaut. Diese Kugeln zischen durch die Rohre wie Geschosse durch einen Lauf. Okay. Er hat die Körperhaltung eines Studierten und trägt entsprechende Kleidung. Ihr dürftet nicht hier sein. Er wirkt nicht wie irgendein Gelehrter, den ich je gesehen hätte. Bitte geht, oder ich bin gezwungen, die Wachen zu rufen. Ich habe eine kräftige Stimme, wenn ich Angst... Ein Laut und ihr steht auf den Hängen des ersten Berges, wo ihr in die Wolken ruft. Bei der Göttin. Kein Problem. Ich werde so still sein wie ein... Ihr seid aus Asadir. Ich habe euer Profil auf Stickereien gesehen. Eine Nase vergesse ich nie. Ihr seid der Apostel. Apostel Alvane. Ihr seid berühmt. Vielleicht war ich das mal. Jetzt bin ich einfach Kian. Ihr seid dran. Ich bin dran... Was? Euer Name. Wer seid ihr? Ferdows, leitender Techniker. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was macht ihr? Wisst ihr das nicht? Ich dachte, ihr müsstet es wissen, aus der Zeit, als ihr... Ich leite die Gruppe zur Kodierung der Kugeln, die den Apparat am Ticken halten. Welchen Apparat? Den Apparat, der... Ihr wisst schon, den Apparat. Es gibt nur einen Apparat. Denjenigen, der die gesamte Stadt umspannt. An ihn sind die ganzen Rohre angeschlossen. Haben sie euch gar nichts gesagt, als ihr wisst schon, bevor ihr zum Verräter wurdet? Nehmt an, dass ich gar nichts weiß. Wozu dient dieser Apparat? Der Apparat rechnet. Deswegen bezeichnen sie ihn auch als Rechenapparat. Große Zahlen, komplexe Gleichungen. Meine Arbeitsgruppe, wir geben dem Apparat Anweisungen, wie und was er berechnen soll. Das nennt man Kodierung. Davon habe ich rein gar nichts verstanden. Ihr dürft nicht hier sein, ihr seid flüchtig und das ist ein Sperrbereich. Ich meine, das sind schon zwei Punkte, warum ihr nicht hier sein solltet. Wahrscheinlich würden mir noch mehr einfallen, wenn ihr sie hören wollt. Ich habe ein Schwert und ich bin größer als ihr. Zugegeben, das sind zwei Punkte, die zu euren Gunsten zählen. Also... Was macht dieser Rechenapparat? Was ist sein Zweck? Ich darf wirklich nicht darüber... Ach ja, größer. Und ein Schwert. Wie ich bereits sagte, er rechnet. Ich meine, er macht mehr als das, aber dazu wurde er gebaut. Seine Kernfunktion. Er addiert, subtrahiert, multipliziert Zahlen. Große Zahlen. Und er macht Dinge mit diesen Zahlen. Wie... Habt ihr euch je die Sterne am Nachthimmel angesehen? Ich bin nicht bloß ein Mann mit einem Schwert. Natürlich. Und habt ihr gesehen, wie sich die Sterne über den Himmel bewegen? Mit einem Rechenapparat können wir die Sternbahn verfolgen und voraussagen, wo sich die Sterne in einem Jahr befinden oder in einem Jahrhundert oder wo sie vor einem Jahrhundert waren. Warum verfolgt ihr Sternbahnen? Oh, das tun wir nicht. Ich meine, das ist nur ein Beispiel. Wir verfolgen nicht wirklich Sternbahnen. Ich meine, sicher, das könnten wir, aber wir verfolgen Träume. Träume? Träume sind sehr komplex. Deswegen brauchen wir einen großen Apparat mit vielen tickenden Teilen für komplexe Berechnungen und Vorhersagen. Gut. Zu diesem Satz, dass ich nicht bloß ein Mann mit einem Schwert bin. Nehmt an, ich sei einer. Und fangt nochmal von vorne an. Ja. Na schön, also diese Rohre, die ganze Stadt durchziehen... Sie sind so etwas wie Sprechrohre, die 100 gelehrte Leute verbinden, jeder mit einem eigenen Spezialgebiet. Es ist also sowas wie eine Universität. Ich schätze schon. Ja, das ist ein guter Vergleich. Eine ganze Stadt voller Schlauköpfe. Die Kugeln überbringen Botschaften zwischen den verschiedenen Gelehrten und zwischen ihnen und uns. Wir schreiben Botschaften und deuten die Botschaften, die wir im Gegenzug erhalten. Wir sagen den einzelnen Schlauköpfen, worüber sie nachdenken sollen. Da
Dann tun Sie das und erstatten uns Bericht. Das ermöglicht es uns, immer komplexere Botschaften zu schreiben, bis wir schließlich den Code haben, den wir brauchen. Die ultimative Botschaft. Und diese schicken wir an den Turm. Weshalb? Weil sich dort der größte Schlaukopf von allen befindet. Es ist der Knotenpunkt des Rohrnetzes, der Kern des Apparats, sein Herz, der Nukleus des Meta. Naja, ihr versteht schon. Fakt ist, das ist die fortschrittlichste wissenschaftliche Aufgabe, die jemals von irgendwem in Angriff genommen wurde. Und wir arbeiten daran. Ihr solltet stolz sein. Warum tut ihr das? Nun, ich... Ich weiß nicht recht. Weil wir es können? Weil es sonst niemand kann? Weil der Prophet es uns gesagt und uns die Werkzeuge dafür gegeben hat? Ihr wisst also nicht, wozu das Ganze dient. Ich schreibe die Anweisung. Ich bin der Mann in der Mitte. Jemand sagt mir, was er braucht, und ich sage dem Apparat, wie er die Antwort berechnet. Das ist meine Arbeit. Wer weiß, wozu der Apparat dient? Die 6 wahrscheinlich? Der Prophet ganz bestimmt. Die Abgesandte Sahia nehme ich an. Das liegt oberhalb meiner Gehaltsklasse. Oberhalb eurer... Ich wurde angestellt, damit ich Anweisungen für den Apparat schreibe und die Kugeln berechne, nicht damit ich Fragen stelle. Und auch nicht, damit ich eure beantworte mir. Ihr solltet wirklich gehen, bevor jemand kommt. Wir wären beide in furchtbaren Schwierigkeiten. Gewöhnlich sehen sie ständig nach mir. Ich frage mich, warum sie noch nicht... Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde all das hier gebaut, in Makuria? Warum nicht in Sadir? Wegen des Turms und dem, was darunter ist. Riesige Strudel der Meta-Energien. Meta? Ihr meint Magie? 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 Natürlich nicht Magie. Der Apparat ist das Gegenteil von Magie. Er ist der Gipfelpunkt all dessen, was Asadi in den letzten 100 Jahren angestrebt hat. Ein Ende von Chaos und Ungewissheit. Ein Ende von Aberglaube und Unvernunft. Ein Ende der Magie. Wenn der Apparat voll funktionstüchtig und die Programmierung abgeschlossen ist, brauchen wir weder Zauber noch Hexerei. Wir können alles erreichen, was wir wollen, mit Hilfe der Wissenschaft. Die Realität neu formen, die Gesetze des Kosmos umschreiben, Tod und Krankheit beseitigen, Armut und Krieg. Wissenschaftler werden die Welt führen, um die Menschheit besser zu machen. Was haben Träume damit zu tun? Der Apparat wird von den Bausteinen der Realität gespeist. Ideen, Geschichten, Träumen. Magie ist den Systemen äußerst abträglich. Wisst ihr, Zauberei verursacht Chaos, bringt Ungewissheiten und Trugschlüsse in unsere Berechnung ein. Werden die Magischen also deswegen... Umgesiedelt? Sie dürfen nicht in der Nähe sein, während der Apparat rechnet. Aber sobald wir fertig sind... Ihr glaubt, es sei zu ihrem eigenen Schutz? Ja, natürlich. Ich meine, das wurde uns gesagt. Warum sollte man uns belügen? Es ist ganz einfach, der Apparat ist unvereinbar mit Magie und wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. In Makuria ist kein Platz für Zauberei. Die Magischen sind in ihrer neuen Heimat besser aufgehoben. Sie werden in Gefangenenlager geschickt. Umerziehungslager, ja, das stimmt, aber es ist nur vorübergehend. Die erste Station. Anschließend werden sie in ihre neue Heimat gebracht, wo... Glaubt ihr das wirklich? Was soll mit der Umerziehung der Magischen erreicht werden? Sollen sie vergessen, dass sie Magische sind? Nein, Ferdos, das ist nicht die Wahrheit. Sie werden eingesperrt, getötet. Sie bekommen keine neue Heimat. Aber sie haben uns erzählt, sie haben gesagt, sie wären... Sie haben versprochen, sie wären in Sicherheit und glücklich und das Licht beschütze sie. Deswegen schicken sie also alle Magischen aus Makuria fort? Wegen des Apparats? Ja, deswegen. Ich wusste das nicht. Es sind Kinder darunter. So ist es. Man hat uns belogen. Müsst ihr alle Magischen wegschaffen, bevor dieser Rechenapparat in Betrieb genommen wird? Er läuft bereits. Ich bin nicht... Solange die taumaturgische Interferenz unterhalb der zulässigen Schwelle für... Tut so, als wäre ich ein sehr kleines und möglicherweise sehr dummes Kind. Nein, sie müssen nicht alle Magischen loswerden. Nur genug von ihnen, damit unsere Berechnungen nicht gestört werden. Mit den Anweisungen für das Netz werden wir in ein paar Tagen fertig sein. Danach können sie den Hebel betätigen, wann immer sie wollen. Das ist der letzte Bestandteil des Apparats, der Turm. Er wird damit beginnen, sich aus den Träumen zu speisen und sie zu formen, die Welt zum Besseren zu verändern.
Ja. Ich glaube, die offizielle Zeremonie soll in ein paar Tagen stattfinden. Die Abgesandte wird da sein, zusammen mit der Ersten und dem Propheten. Und bitte tötet mich nicht. Ich werde euch nicht töten. Aber was ihr hier tut, ist nicht der Wille der Göttin, Ferdows. Irgendetwas geht davor. Irgendjemand... Hier! Ich hatte so ein Gefühl, dass du es bist. Mir? Hami, bei der Göttin, was macht ihr hier? Wo sind eure Leute? Direkt da draußen. Sie können in Sekunden hier sein. Ihr, Techniker, wie ist euer Name? Ich habe ihn bedroht. Er hat keinen Anteil an dem hier. Ferdows, ich bin Ferdows. Ihr habt gelogen. Wie bitte? Ihr habt versprochen, sie wären in Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Geht, Ferdows. Das hat nichts mit euch zu tun. Denkt einfach daran, was ich euch gesagt habe. Ihr tut hier nicht das Werk der Göttin. Die Altstadt war eine Ablenkung. Wenn man wollte, dass es ein harter Kampf wird, dass meine Leute sterben. Er wollte, dass ich nicht an die Untersuchung denke. Kommandant Wermann und die Abgesandte haben mich belogen, was deinen Tod angeht. Weswegen? Weil ich eine Gefahr für sie bin. Und das ist nicht das Einzige, bei dem sie euch belogen haben. Dieser Apparat... Du hast uns verraten. Du hast dich dem Feind angeschlossen. Um Sahia und Wermann aufzuhalten. Nicht um gegen unser Volk zu kämpfen. Nicht um gegen euch zu kämpfen. Schwester Sahia ist die Abgesandte. Kommandant Wermann ist dein vorgesetzter Offizier. Sie sind dein Volk. Sie sind Verräter, Mia. Sie haben unser Volk hintergangen, unseren Glauben und... Du hättest zuerst zu mir kommen sollen, Apostel. Du hättest dich an mich wenden sollen. Stattdessen hast du mich beschämt. Du hast Mutter Utana beschämt. Die Sechs, die Göttin, dein Volk. Als ich erfuhr, dass jemand beim Betreten dieses Hauses gesehen wurde, hatte ich so ein Gefühl, dass du es bist. Ich bin aus zwei Gründen allein hergekommen. Erstens aus Gefälligkeit der Mutter gegenüber. Es würde ihr erneut das Herz brechen, müsste sie hören, dass du in Unehre gestorben bist im Kampf gegen meine Wache. Und zweitens bist du der lebende Beweis dafür, dass Wermann mich belogen hat. Ich darf Wermann mein Blatt nicht zeigen, aber ich kann dich auch nicht gehen lassen. Du ergibst dich mir jetzt kampflos und wirst heute Nacht heimlich nach Sadir gebracht. Die Gerichte werden über dein Schicksal entscheiden. Vorerst, während ich diesen Schlamassel bereinige, wirst du unter falschem Namen eingesperrt. Niemand wird erfahren, dass du noch lebst. Wenn ich soweit bin, dem Kommandanten und der Abgesandten ihre Lügen nachzuweisen, offenbare ich, dass du in Wahrheit noch lebst. Und du wirst auf jedem Schritt des Weges kooperieren. Fragt Sahia und Wemme nach den Magischen, nach den Lagern, danach, was sie mit denen... Ihr habt gelogen. Ihr habt uns belogen. Ihr habt uns erzählt, ihnen würde nichts angetan. Sie seien in Sicherheit. Es waren Kinder darunter. Weg von mir, Dummkopf. Geht! Geht, Kien! Lasst sie dafür bezahlen! Lasst das! Weg von mir! Dafür werdet ihr enthauptet! Der Schatten verdamme euch, Mann! Verschwindet von hier! Los! Ja? Mutter, es ist der General. Er möchte mit euch sprechen. Schick ihn herein, Kind. Hami, ist irgendetwas vorgefallen? Es geht um Kien. Er ist noch am Leben. Oh, bei der Göttin. Die Göttin sei gepriesen. Woher wisst ihr das? Er ist in den Maschinenraum unten an den Grünanlagen eingedrungen. Beim Licht. Was hat er dort gemacht? Mit einem der Techniker gesprochen. Ferdows, einem jungen Mann aus den südlichen Provinzen. Kien sagte, nun, das ist nicht von Bedeutung.
Er ist ein Verräter. Er hat sich dem Widerstand angeschlossen. Aber... Es ist, wie ich vermutet habe. Vermin und die Abgesandte haben uns belogen. Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Und bis wir es wissen, können wir sie nicht zur Rede stellen, Mutter. Da habt ihr recht. Wir wissen nicht, wie fest sie den Turm im Griff haben. Falls sie erfahren, dass wir es wissen, wir müssen es unter Kontrolle halten, so gut wir können. Was ist mit Kian? War er... Wie wirkte er auf euch? Er wirkte stark. Anders, aber stark. Er muss seine Gründe für das haben, was er tut, Hami. Kian würde Asadir oder seinen Glauben niemals verraten. Mag sein, aber genau das tut er. Ich habe ihm die ehrenwerte Wahl gelassen, aufzugeben und sich einem gerechten Verfahren zu stellen. Aber er floh wie ein Feigling, als der Techniker mich angriff. Angriff? Ich lasse es dem Mann nicht an. Kian hat seinen Verstand mit haltlosen Lügen vergiftet. Meine Leute haben ihn festgenommen und ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht, wo er niemandem sagen kann, was er gesehen und gehört hat. Außerhalb von Vermunds Reichweite. Das Ganze muss unter uns bleiben, sonst riskieren wir es, den Kommandanten und die Abgesandte Sahia zu alarmieren. So gerne ich Kian selbst jagen und mit dem Schwert richten würde. Wir müssen Geduld haben. Vertrauen wir darauf, dass die Göttin unseren Weg erleuchtet, General, und uns zur Wahrheit bringt. Ich hoffe, dass sie das tut. Hä? Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.